Willkommen zu Atlas Reaction, einem Free-to-Play-Spiel. Das Ganze ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, ein Strategiespiel. Erinnert so ein bisschen an Commandos oder Desperados, falls jemand die Spiele noch kennt. Man hat eben Figuren, die haben bestimmte Fähigkeiten und man muss die gegnerischen Linien ausdünnen und alle eliminieren. So wird das Ganze ja auch gespielt, nur dass das hier ein Mehrspielerspiel ist. Das bedeutet, ihr habt Kollegen, die von echten Spielern gesteuert werden und da draußen gegen euch spielen natürlich auch echte Spieler. Kann man leider erst ab Level 3, ich bin jetzt hier Level 2, deswegen werden wir eine Runde erstmal gegen Bots machen. Macht aber gar nichts, denn in dieses Spiel muss man sich so ein bisschen reinfinden. Es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht. Sobald man die ganzen Fähigkeiten der Helden kennt, ist es eigentlich relativ easy zu spielen. Man kann immer nur einen Charakter steuern und das Ganze vom Optischen wirkt so ein bisschen wie ein MOBA. Also man hat wirklich Figuren, wie jetzt zum Beispiel hier den Kollegen, den Blackburn oder hier Lockwood. Also man hat hier wirklich die Feuerkraft, die Fronteinsatzeinheiten und die Unterstützungseinheiten. So ein bisschen eben wie eine MOBA, Damage Dealer, Tanks und Supporter. Nur, dass man hier halt ein komplett anderes Gameplay hat. Natürlich kann man auch Skins wählen, Fähigkeiten und andere Dinge, auch Spott. Wenn man jemanden eins reingewürgt hat, kann man ihn verspotten. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Es ist komplett free to play und es hat auch ein wahnsinnig geiles Intro. Und das schauen wir uns jetzt an und dann nehmen wir hier den guten Blackburn und spielen mal eine Runde gegen Bots mit echten Menschen. Ich könnte mir auch hier ein Team geben lassen aus Bots, aber wir machen mal mit echten Spielern und wir spielen natürlich Mittel. Also, erstmal hier das coole Intro und dann starten wir los. Oh, hey! I thought we were friends! Give us the case and we'll be right as rain, mate. I can afford new friends. Now's a good time to earn all that money I paid you, Suki! Just a few last second tweaks can rush genius, but Pup should be there. Whoa! What have I told you about that? Smile, Lockwood! Suki, where the hell are you? Yoo-hoo! Can I play? Well, if it isn't Princess Prototype, I thought you'd have blown yourself up by now. Not yet, but I'm making progress. Welcome to the Mark V beta test. Your feedback is appreciated. Sure can take a punch. Hope you got a good deal on Fido over here. You paying him in kibble? Kibble. For your information, that pooch is nuclear. So, da wären wir. Also das Intro war wirklich extrem gut, oder? Für ein Free-to-Play-Spiel. Ich musste dieses Intro unbedingt zeigen, weil ich war davon so begeistert. Also, wir sehen hier die Charaktere, die Helden.
und wir alle, die Gegner und die Mitspieler auf deiner Seite, befinden sich jetzt in der sogenannten Taktikphase. Wir können jetzt hier unsere Züge vorbereiten, wo wir uns hinbewegen. Angreifen können wir nicht in Runde 1, weil wir nicht wissen, wo die Gegner sind. So, festgelegt und jetzt wird sich bewegt und hier sehen wir die Gegner. Ganz klassisch wie Final Fantasy Tactics oder Fire Emblem oder andere klassische rundenbasierte Taktikspiele. Ich persönlich finde sowas extrem nice, muss man aber mögen. So, wir können hier schießen und dann bewegen wir uns hier hin. Also, Angriffe immer vor Bewegung. Wenn wir alle unsere Aktionen ausgewählt haben, sieht man eigentlich nur noch eine Animation. Und ich erkläre mal ganz schnell die Reihenfolge. Als erstes, wenn man es auswählt natürlich, kommen die Planungsfähigkeiten. Als zweites die Tricks. Als drittes der Angriff und dann die Bewegung. Nicht übel. Was läuft hier für eine Scheiße? Was läuft hier für eine heftige Scheiße? Okay, wir wählen jetzt hier mal eine Granate aus, wenn alle stehen bleiben. Denn Tricks sind ziemlich geil. Zum Beispiel hier mit Blitzaktion kann ich mich erst bewegen und dann greife ich an, was natürlich ein enormer Vorteil ist, weil so die Angriffe daneben gehen. Alles klar, wenn die Granate reinhaut, wäre super. Wäre richtig, richtig super. Oh, die Granate ist wahnsinnig gut. Alle getroffen. Die hat einen Cooldown von 4 Runden. Nur die Standardangriffe, die gehen ständig. Komm schon, das sieht gut aus. Hier oben sehen wir die Runden und hier, was wir tun müssen für den Sieg. 5 Kills oder die meisten Kills nach 20 Runden. Ja, machen wir so, oder? Ich glaube, das könnte was werden. Na, Moment. Ich will andersrum. Ach, egal. Im Grunde egal. Später wäre das wahrscheinlich der Fehler meines Lebens, weil da zählt wirklich jeder Schritt. Es kann schon extrem taktisch werden. Aber jetzt hier zum Zeigen und Vorstellen ist es nicht so wichtig. Aber ich finde es gut. Also mir gefällt das Spiel. Weil mittlerweile gibt es so viele MOBAs und Overwatch-ähnliche Spiele. Da ist sowas hier mal was Neues und Frisches. Okay, jetzt wir hier. Sogar 3 getroffen. Alles klar, wir haben den ersten Kill. Hier sehen wir sogenannte Bonis. Hier kann man sich Heilung holen. Ja, hier kann ich mich bewegen. Zwar nur ein kleiner Radius, aber trotzdem ist es ganz nützlich. Sowas hier. Wir machen das Ganze so und holen uns das. Das nehmen wir noch mit. Oh, komm schon, da geht doch der nächste down. Jetzt mache ich hier den Todesstoß. Oh, beide könnten down gehen. Und ich glaube nicht, dass sie sich bewegen. Yuno daneben. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt mache ich hier den Doppeltodesstoß. Nice! Boah, das Team ist ja brutal gut. Das war ja wirklich eine derbe Aktion. Respekt. Und wo ist der Gegner? Ich meine, einer muss ja noch am Leben sein. Down. Meiner, meiner. Wo ist der hin? Dann gehen wir hier drüben hin. Keiner weiß, wo er ist. Feel safe deployed. Pumped up. Na, hier drüben. Wir können das mal einsetzen. Das ist ganz witzig. Moment. So. Und dann schießen wir hier rüber. Der gute Quark ist noch am Leben. Tja, wenn Quark stirbt, haben wir gewonnen. Das war dann eine sehr, sehr schnelle Runde.
Und der steht natürlich jetzt direkt hier im Zentrum. So, ich bin wieder dran. Ich könnte mal mein Ulti machen. Das reicht aber. Moment, vielleicht reicht es doch, um hier... Also ihn könnte ich auf jeden Fall treffen. Wir probieren es mal, damit wir es mal sehen. Und dann bewege ich mich noch hier hin. Also das hier ist sozusagen das Ulti. Ich nenne es mal so. Oh, oh, Quark. Boom! 40 Damage. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Das war's schon. Das war's schon. Wir haben schon gewonnen. Die Runde geht jetzt hier noch durch, aber wir haben 5 Kills. Feierabend. Das war eine extrem schnelle Runde. Die Bewegung natürlich geht auch noch durch. Ist ja vorprogrammiert. Aber Sieg! Derber Shit. Jetzt hole ich mir hier noch den Erfahrungsbonus und ich bin sogar Level 3 geworden. Na also, läuft doch. Und hier den Charakter kann man auch leveln und dann Skins freischalten und so weiter und so fort. Wie es eben in Free-to-Play-Spielen mittlerweile Standard ist. Ganz viel Kram, den man freispielen kann. Das war jetzt eine schnelle Runde, aber die Runden können auch lang dauern. Ich finde seinen zweiten Skill auch ziemlich nice. Soldier up! Also hier zum Beispiel muss man Freelancer Level 20 erreicht haben, Meisterskin. Gibt's auch hier bei dem. Zack, so ein Gold. Ganz kurz hier raus. Also ja, es ist schon ganz cool. Natürlich, das Spiel wird sich auch irgendwie finanzieren. Skins muss man kaufen, aber so was wirklich Vorteile im Spiel bringt, das muss man sich alles erspielen. Also man kann hier nicht Pay to Win machen. Zumindest habe ich bis jetzt nichts gefunden. Aber wenigstens sind die Skins ziemlich nice. Also im Vergleich zum Beispiel Battleborn, was ja kein Free-to-Play-Spiel war. Ich mochte Battleborn, aber bei Battleborn haben mich die Skins ein bisschen genervt, weil die waren einfach identisch, nur in einer anderen Farbe. Und hier hat man halt so eine Zombie-Monster-Variante, dann so eine Metall-Variante. Der andere war ein Cowboy. Finde ich ganz cool. Also, wenn man schon sich einen Skin kauft oder mühselig erspielt, dann will man ja auch irgendwie dafür was sehen. Dann will man ja angeben. Astronaut, Piratenbraut. Es muss schon irgendwas was Besonderes sein, sonst hat man gar keinen Anreiz, sich einen Skin zu holen. Gut, ich werde dann noch eine Runde machen, dann aber Player versus Player. Und auch natürlich mit einem anderen Charakter. Schauen wir mal, ne? So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Oh, Moment. Noch ein wichtiger Aspekt. Es gibt Beutematrix. Kein Spiel mehr ohne Beutekisten. Hier bekommt man Spot, Banner. Also hier kann man auch dann noch an Dinge rankommen. Und die erspielt man sich. Banner. Was haben wir hier? Spot. Und ein Banner. Mehr davon kann man auch kaufen. Klar, natürlich. Es ist Free-to-Play und irgendwie wollen die ja Geld reinholen. Aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Also, eure Meinung zum Spiel könnt ihr mir gerne schreiben. Wie immer, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss!